Ja, salut. Leider ist es langsam vorbei. Willkommen beim Closing von ZTECO 2017. Wir haben lange gezweifelt, ob es stattfindet. Es hat stattgefunden. Es war geil. Wir machen es wahrscheinlich wieder, habe ich gehört. War viel Arbeit. Wir haben überall Werbung gemacht. Mit E-Mail, Mailinglisten funktioniert alles nicht. Was funktioniert, ist, andere Events zu kleistern mit Plakate. Das funktioniert scheinbar. Da begeistert man die Leute, mitzumachen. Da braucht es aber noch die Leute, die kommen, die Tickets kaufen. Da mussten wir auch sehr improvisieren. Da man uns ja noch nicht gekannt hat, haben wir auf der einen Seite Tickets mit dem Pretix, die bewährte Methode, genutzt. Auf der anderen Seite ein Crowdfunding gemacht, das war sehr speziell. Diese Leute musste man dann auch Danke sagen, das haben wir auch gemacht, das war sehr viel Arbeit. Kuverts verschicken, Tickets oder die Sticker. By the way, ich habe keine Sticker rumkleben gesehen, nirgends. Wo sind die? Hat's noch? Ja, also mit heimnehmen. Ja, wir müssen dann noch ein Patch machen für 2018 drauf, oder? Ja. Es war nicht einfach. Wir haben einige Schwierigkeiten gehabt eben mit Bewilligungen. Wir haben herausgefunden, dass wir entschieden haben, ein Camp in ein Naturschutzgebiet zu machen. Das hat dann einige Komplikationen bei der Bewilligung gegeben. Da gab es vier, fünf Iterationen. Da sage ich danke an Calvin. Ist er da? Nein? Schon gegangen. Er hat da sehr intensiv mit einem Herrn vom Kanton Schaffhausen interagiert. Das ging dann immer zur Polizei. Von der Polizei ging es dann zu diesem Herrn. Die Antwort ging dann wieder zur Polizei, dann wieder zu ihm, damit das auch ja wirklich alles mit der Gewaltentrennung korrekt ist. Am Ende hatten wir ein Konzept, das war ziemlich komplex und wir haben es dann auch versucht zu vermitteln. Im Prinzip war das ganz einfach: Es darf kein Licht geben. Kein Licht, das nicht das offen dasteht. Also man müsste so ein Licht aufstellen und dann etwas drauf tun. Dann ist es drin, in einem Zelt, in einem Haus, das ist okay. Aber nicht draußen. Ja, ihr habt dann das Beste gemacht, ihr habt das vereinfacht und ihr habt einfach das Licht aufgestellt. Mir hat's gefallen. Ich hätte aber mehr Licht mir gewünscht. Ja, Interaktion mit Natur war allgemein ein Thema. Wir sind eine Woche früher hier gewesen. Samstag schon, haben unsere erste Zelte aufgebaut. Das war schon schön ruhig hier, Sternenhimmel, die Glocken der Kühe da hinten. Plötzlich waren die immer lauter. Da oben am Horizont standen irgendwie 40 Kühe. Die fanden das sehr interessant, was wir auf der Wiese machen. Ja, der Plan war, wir haben alles ins Zelt reingeschmissen und sind dann geflohen. Das hat diese Viecher nicht aufgehalten. Die fanden das Zelt sehr interessant. Die haben angefangen, das abzuschlecken, sich den Rücken daran zu reiben, bis irgendwann die Stange gespickt ist, das Tuch auf die andere Seite. Dann war das so ein Angriff, oder? Dann muss man übers Zelt laufen. Ja, eine Stange ist dann total kaputt gegangen. Sorry, Feuermurmel. Ich hoffe, die können wir ersetzen. Das größere Zelt ist dann etwas stehen geblieben. Wir haben es dann später in der Nacht mit Taschenlampe alles zusammengelegt und auf der Plane, dass es war, rausgezogen, während diese Viecher um uns herum standen. Ja, das Resultat ist, die Wiese war voll diesen Dingen. Sorry, das war nicht geplant. Aber ich glaube, es war noch erträglich. Was vielleicht nicht all. Hallo? Mikrofon? Okay, ist noch da. Was vielleicht nicht alle verstanden haben, ist, was diese Dinge sind. Hornusse. Ich sage dem auch sonst Bauerngolf. Ja, die Dinge sind überall und eben, ja, die werden von da unten losgeschmissen und gehen dann irgendwo in der Wiese. Der Bauer da oben vom Bauernhof, der hat uns dann ja freundlicherweise die Kühe vom Feld genommen und abgesperrt, dass wir am Tag danach wieder das Zelt aufbauen konnten. Hat gemeint, ja, es wäre schön, wenn da keine Heringe rumliegen würden, etc. Ja. Dafür liegen all diese Dinge rum. Beim Abbau also bitte dann noch schauen, dass diese Metalldinger alle weg sind. Die tun ein bisschen Schmerzen. Das
bestätigen auch meine 5 Zehen am rechten Fuß. 4 davon sind blau. Der 5. ist blau, aber nicht wegen einem Hering. Da ist mir ein Wagen draufgefallen. Ja, wir haben auch Internet, nicht nur Natur. Das haben wir der SASAG zu verdanken, das ist der lokale Provider. Die haben so halt die lokale Kundschaft, die haben sich da sehr darauf spezialisiert. Kleines und mittleres Gewerbe. Da gibt es großzügig Upload und Download. Also das ist nicht mehr in ihrem Katalog, 400 Megabyte. Das ist mehr, als sie normalerweise anbieten. Wir sind ja auch die einzigen Kunden hier in der Region. Das heißt, es reichte von der Bandbreite her. Und eine IPv4-Adresse, ich kann es nicht mal mehr aussprechen. IPv6 gab es keine. Und ja, der Plan war eigentlich, dass es im Netz noch globale IPs gibt, mit einem VPN hierher geroutet. Das hat dann ein bisschen nicht geklappt, weil WLAN allgemein höhere Priorität hatte. Das ein bisschen spät kam, ja. Okay. Jo. Brennt Cyberband? Nee. Ja. Abgefackelt haben wir die Bandbreite ziemlich gut, glaube ich. Ja. Jo, ein ganz großer Dank geht an diese Firma, Hyposound, in Winterthur, glaube ich, ist die. Die hat uns sehr viel Material geliehen, ohne irgendwie auf Werbung zu bestehen. Also ja, es stand hier und da mal eine Etikette Hyposound auf den Geräten, aber das ist nicht so offensichtlich Werbung. Für Internet haben wir dort eine Blache aufgehängt. Jo, also dieser Firma gilt sicher nochmals unser Dank. Und dann ja, jetzt habe ich es ein bisschen vorgenommen, WLAN, Tag 0. Da baut man ja noch auf. Das ist ja erst der Forum-Camp. Es gibt ja noch reichlich Zeit. Tag 1 gab es immer noch kein WLAN. Ja, sorry. Tag 2 war so langsam ein bisschen dringend. Ich glaube, der Druck verspürte man langsam, weil es war nicht klar, wie das Programm eigentlich ausgesehen hat. Und es gab noch was, das die Situation ein bisschen verschärft hat. Tag 0 sah dein Handyempfang so aus. Das war ja noch gut. Manchmal gab es oben ein R für Roaming, aber okay, das geht auch. Tag 1 war es dann so. Irgendwie gibt es da wahrscheinlich eine Korrelation mit der Anzahl Personen, die Sie hier sind. Ja, aber das Programm, also es gab kein Netz, aber wer genau das Programm anschaute, Punkt 2, das hat geklappt. Ihr habt so viel miteinander geredet, weil es kein Netz gab. Das machen wir wieder. Ja, gut, es gab ja noch ein Pool da oben, also 2, die hatten Wasser drin, aber kein Hygienekonzept, das war einfach nur Wasser. Es gab theoretisch noch eine Pumpe, die eigentlich Salzwasser in Chlor wandeln müsste, aber das war dann irgendwie auf Tag 3 verschoben und irgendwann war dem meinten Pool das Wasser so milchig grau-blau und dann habe ich das mal abfließen lassen und wollte es ersetzen. Bin dann davon gelaufen, es geht ja eine Stunde, komme nach einer halben Stunde hin, das Pool war wieder voll. So, what the fuck? Wieder der Schlauch rein, Wasser wieder rausgelassen. Eine Stunde später komme ich wieder hin, das Pool ist wieder voll. So. Kein erwachsener Mensch merkt nicht, dass da jemand den Pool leeren will. Da war dann so ein Papa mit 2 Kindern. Und ich habe dann den Papa gefragt, du hast ja eventuell gesehen, wer da das Pool wieder auffüllt. Und er so, oh, keine Ahnung. Und dann nehmen die Kinder so, und weg. So, aha. Ja, das waren dann 2 unverhoffte Engel, die da hilfsbereit das Pool wieder instand setzen wollten. Das war nett. Leider sind sie schon abgereist, oder? Genau, jo. Ja. Da habe ich kein Slide verpasst. Genau, sorry. Zu viele Bildschirme hier. Nächstes Mal gibt es wieder einen Projektor. Wir hatten die Presse hier. Nicht gerade wirklich die große Presse der Schweiz, wie wir erhofft hatten, so wie SRF Digital. Ja. 2-mal die Lokalpresse. Einmal wollten sie wissen, was euer Lieblingslied ist. Ich weiß nicht genau, was das mit Hacking zu tun hat. Das zweite Mal ging es schon, was macht ihr eigentlich hier?
Ich muss zugeben, die erste Frage war ziemlich schwierig für mich, die zweite war unmöglich zu beantworten. Ja, gut. Ja, wir schauen dann noch, fragen dann noch nach. Danke für den Hinweis. Und dann gab es noch drei Typen in Militärhosen und einem gleichen T-Shirt. Das waren drei YouTuber, die haben hier wahrscheinlich ziemlich viel Footage aufgenommen. Und was da rauskommt, sehen wir noch. Oder ich hatte keine Zeit, um nachzuschauen. Schauen wir dann noch. Habt ihr vielleicht was gesehen, gehört, gemerkt? Link kommt noch. Gut. Jo. Und eben, ganz viele Leute haben hier mitgewirkt. Ich lasse jetzt mal die aus, die sich die ganze Zeit Orga geschumpfen haben. Sonst endet nicht. Das sage jetzt um die Leute, die uns von außen gefallen tun, getan haben. Die Hyposound. Entropia hat uns Zelte und einiges Material geliehen. Deckt. Genau. Die SASAG für das Internet. Steht halt im Vertrag, dass wir sie nennen. Der Grundhof, Leiter und eine Kreissäge. Wir haben hier ein ganzes Inventar da, ein ganzes Labor eigentlich. Der Griesbacher Hof, das ist der Bauernhof da oben, eben, dass er dann flexibel die Kühe weggenommen hat, als wir hier eigentlich ein paar Tage zu früh aufgetaucht sind, weil gemietet haben wir das Gelände eigentlich nur für 4 Tage. Und der Verein Griesbach, dass er überhaupt das Gelände in solchen dubiosen Gestalten vermietet hat, ohne genau zu wissen, was die da eigentlich machen wollen. Ja. Damit haben wir eigentlich ganz Schaffhausen gedankt, weil irgendwie war jede Person in Schaffhausen mal im Vorstand von diesem Verein. Angeblich, scheinbar, irgendwie. Ja, und intern, so in der großen Community, es ist schön, wenn man sagt, wir machen ein Camp, wir haben schon den Boden, also alles gemietet, dann kommen die Leute langsam aus ihren Löchern mit all ihren Spezialisierungen. Riesenapplaus für den Hotaru für das Rumfahren, weil da gab es eine kleine Überraschung. Wenn man ein Auto in Deutschland mietet, kann man es als Schweizer nicht in der Schweiz fahren. Das ist so ganz schlimm für den Zoll, weil dann muss man es sofort importieren. Das ist Import, ja, das sogar mit Mietautos, das haben wir nicht gewusst. Also wenn man angestellt wäre bei einer Firma und die Firma es mietet, dann ging's. Aber ja. Gut, also warst du immer am Steuer, sobald es über die Grenze ging und oder hier. Ja, danke vielmals. Couchsofa, ja. Dann Couchsofa für die Beschallung der Lounge, das die Musikkonzept, das war von ihm. Party hinter der Kamera, für Schneiden, schauen, dass es online geht, das ist sehr wichtig. Das ist sozusagen, was wir am Ende noch in der Hand haben von diesem Event. Chris 1911 hat uns das Deck mit dem Mikropack aufgestellt. Das war auch so ein bisschen eine Aufwärmübung für in 2 Wochen dann in Holland. Hat super funktioniert. Wir haben 2 Topologien gleichzeitig gefahren, habe ich gehört. Wir haben zuerst eine gebaut, dann haben wir sie umgebaut, weil das Dings im Haus sein sollte und nicht oben im Hackcenter. Dann danke ich Mitch für den Outreach, das hat sicher geholfen. Und dann die Küche nochmals. Wir haben ja vorhin schon technische Zahlen darüber gehört. Vimja Rexnor, 0,5. Ist das überhaupt richtig geschrieben? Ja, gut. Für die Küche war es sehr fein. Feuermurmel und Knöpf für die Bar. Das war sehr intensiv, glaube ich, auch das Servieren. Und dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier sind, ihr habt das Camp sehr ordentlich hinterlassen. Das war nicht selbstverständlich und es war wirklich angenehm, mit euch hier zu sein. Tada! Tja, wie geht's weiter? Es sind 3 Folien, damit ich, falls ich in die falsche Richtung gehe, nochmals mich retten kann. Tja,
Ja, wo reisen wir hin? Zuerst mal die üblichen Verdächtigen in den nächsten Wochen sicher, an die Schar, ich beispielsweise. Es gibt das Hacken Open Air, da treffen wir uns wahrscheinlich wieder. Die MRM-CD, ich weiß nicht genau, wann die ist in den nächsten Wochen. September, das passt ja. Also der Reihenfolge, alle abklappen. Ja, ich empfehle sonst noch den Hackerfunk, der hat eine gute Agenda, wo immer alles aktuell nachgetragen wird. Ja, wie geht's weiter? Für uns war der Feedback, den ich gehört habe und empfangen habe, sehr gut eigentlich. Das motiviert uns, das Ganze auch zu wiederholen. Es ist noch die Frage, wo kollidiert es mit anderen Events? Wann machen wir es jährlich? Alle 2 Jahre? Machen wir es im Winter? Machen wir es im Sommer? Das sehen wir noch. Ja, wir haben ja sehr viele Skipisten, die keinen Schnee mehr haben im Winter, also vielleicht. Wer weiß. Genau. Der Name ist auch offen. Ich glaube, der ist jetzt bekannt. Der schmeißt man nicht einfach so weg. Wir stecken auf jeden Fall die nächsten Wochen die Köpfe zusammen und schauen, was bleibt und was geändert werden kann. Das Gelände hat, wie ihr gehört habt, Vor- und Nachteile. Beim Zelten ist mir auch aufgefallen, das Blut fließt in die Füße. Das ist, das gibt so ein bisschen Wadenkrampf. Okay. Ja, jetzt müssen wir aufräumen. Die Lounge, die sah so aus, die muss wieder so aussehen. Der Stapler haben wir nicht. Heute bauen wir noch Puls ab, die Lounge zum großen Teil. Da führt das Hackcenter auch, also das muss sicher leer sein. Ich weiß nicht, wenn das Zelt abgebaut wird, wahrscheinlich nicht mehr heute. Morgen Abend, okay, gut. Aber heute geht sicher schon das Netzwerk raus da und die Access Points draußen im Feld. Das Deck ist schon verschwunden. Morgen gehen die restlichen Zelte weg, der Strom und der Rest der Lounge. Und dann gibt es noch Kleinkram, das auch weg muss. Am Mittwoch sind wir eigentlich mehr oder weniger fertig mit Abräumen. Ja. Gut, wenn ihr helfen wollt, denke ich mal, schlagt in der Lounge auf, in der Nähe von der Bar, dann geben wir euch ein paar Jobs. Ja? Gut. Danke, das war's. Ich kann nicht noch Zeit, dass also zum Schluss die beiden Fernseher abstellen mit dem TV-Bigon. Gut. Also, kurz ja. Ja, ich habe gehört, dass die TVs nicht so beliebt sind. ich glaube, da werden wir uns da noch was ausdenken. Und, was passiert da? Tja. TV begann. Geiles Projekt.